herzlich willkommen auch von meiner Seite. Sie haben jetzt schon viele interessante Vorträge gesehen. Ich möchte mich da mal anreihen und Ihnen eine neue Lösung für Strömungsberechnung innerhalb von Solid Edge zeigen. Und ich möchte eigentlich die Zeit, die wir jetzt hier haben, so gut wie möglich auch direkt am System und in der Software nutzen, damit wir an der Stelle auch viel sehen und Sie sich ein Bild machen können über die Leistungsfähigkeit. Ich habe jetzt hier erstmal ein ganz einfaches kleines Beispiel ausgesucht, um Ihnen eben auch die Einfachheit des Programms und vor allen Dingen die Hilfe und Unterstützung hier zu zeigen. Das Schöne ist, ich habe im Grunde genommen immer die Möglichkeit, über einfache Geometrien innerhalb von Solid Edge mir Hilfsgeometrie zu schaffen, um zum Beispiel jetzt hier Eingang-Ausgang zu definieren oder eben um auch herzugehen, um einen Lüfter zu definieren. Da muss ich jetzt nicht so ein Lüfterradkomplex modellieren, sondern ich kann eine einfache Geometrie wählen und dann zum Beispiel eine Lüfterkennlinie zuweisen und ähnliches. Ja? In dem Moment, wo Sie Flow EFD installieren auf Solid Edge, erweitert sich Solid Edge hier über diese Menüleiste und hier an der Seite im Grunde genommen über diese Edge-Bar. Die können wir auch mal wegklappen oder über diesen Eintrag im Pathfinder, das können wir mal wegklappen. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, über dieses relativ schmal gehaltene Menü all Ihre Eingaben vorzunehmen. Und das Schöne ist, es gibt auch einen Assistenten, der Sie im Grunde genommen durch die Grunddefinition Ihrer Aufgabenstellung hier hindurch leitet. Und ich möchte einfach mal hier eine Variante 1 rechnen. Und im nächsten Schritt kann ich mein Einheitensystem auswählen. Da habe ich die Möglichkeit, hier auch das Einheitensystem zu ändern. Wenn mir also bestimmte Einheiten besser gefallen, statt Kelvin nehmen wir hier einfach mal Grad Celsius, gehen weiter. Da muss ich mich mal entscheiden, was ist das denn für eine Strömung? Möchte ich jetzt die Strömung um meinen Schieber drumherum betrachten? Das wird wahrscheinlich weniger interessant sein, sondern ich möchte wissen, wie ist die Strömung innerhalb meines Schiebers? Also ist die Entscheidung auch ganz klar getroffen. Das ist eine interne Strömung. Wir wollen jetzt keine Wärmeleitung oder ähnliches betrachten. Und dementsprechend können wir hier auch ganz schnell weitergehen. Und dann müssen wir einmal entscheiden, was da durchströmen soll. Das soll natürlich in dem Fall kein Gas sein, sondern eine Flüssigkeit. Und da wollen wir Wasser haben, die fügen wir hinzu. Da kann ich noch meine Randparameter angeben, das heißt eine Rauigkeit oder ähnliches. Und letztendlich können wir noch schauen, was haben wir für Druckverhältnisse am Ausgang oder in der Umgebung und welche Temperatur haben wir hier. Das wollen wir auch einfach mal so lassen, wie es hier steht, weil das jetzt im Moment gar nicht so interessant ist. Wenn ich meine Berechnung definiert habe, dann wird hier so eine Geometrie erzeugt. Die haben Sie jetzt gerade eben gesehen. Kurz aufblinken, wir können hier auch nochmal drauf gehen, dann erkennen Sie das ein bisschen besser. Das ist im Grunde genommen der Berechnungsraum, der vom System selbstständig erkannt wird. Und der wird im Grunde genommen schon auf eine optimale Größe gebracht. Meistens, wenn ich eine externe Strömung habe, dann gehe ich nochmal her und beeinflusse den, weil ich eben selber besser weiß, wie weit ich meinen Strömungsraum da bringen möchte. Aber bei internen Strömungen muss ich da in den meisten Fällen gar nichts tun. Der ist schon im Grunde genommen perfekt angepasst. Den können wir deswegen auch direkt ausblenden, weil eigentlich hilft er uns erstmal hier bei der weiteren Definition nicht. Und ich möchte im Weiteren hergehen und jetzt ein paar Randbedingungen einfügen. Und zwar möchte ich im ersten Schritt natürlich hier an dem Einlass möchte ich einen Massenstrom definieren. Das heißt, hier soll eine bestimmte Menge Wasser einfließen. Wir nehmen einfach mal 0,5 Kilogramm pro Sekunde. Und ich möchte auf der anderen Seite möchte ich natürlich einen Auslass definieren. Das können wir uns mal drehen. Das soll die Innenfläche hier wieder sein. Und da gehe ich einfach her und sage, das soll eine Drucköffnung sein zu einem statischen Druck. Da können wir auch jetzt 2 Bar angeben, 3 Bar angeben, das ist relativ egal. Also so wie eben die Verhältnisse jetzt auch in der Wasserleitung sind, wir lassen das einfach mal jetzt so stehen. Und damit ist im Grunde genommen die Definition schon größtenteils getan und erledigt. Unsere Hilfsgeometrien können wir ausblenden.
Das, was ich jetzt noch mache, ist eine Zieldefinition. Und diese Zieldefinitionen bringen dem Anwender viele Vorteile. Das heißt, zum einen habe ich die Möglichkeit, damit die Konvergenz meiner Berechnung zu prüfen. Das heißt, ich kann mir darstellen lassen, ob meine Berechnung konvergiert und kann eben damit auch prüfen, ob das alles sinnvoll definiert ist und ob mein Ergebnis sinnvoll sein wird. Das ist das eine. Zum zweiten habe ich eben hier die Möglichkeit, direkt zu sagen, als Oberflächenziel möchte ich zum Beispiel wissen, wie ist letztendlich hier zum Beispiel an meinem Einlass der Druck. Ja, dann kann ich eben hergehen und kann sagen, ich möchte den statischen Druck auf der Einlassseite, den möchte ich mal als Mittelwert und als Maximalwert angezeigt haben. Und dann kann ich mir im Grunde genommen vorstellen, wenn ich hier einen Massenstrom auf der Eingangsseite reinlasse und auf der anderen Seite eben ein statischer Druck herrscht, wird sich irgendwann ein Druck bis zur Eingangsseite aufbauen und der wird im besten Fall konvergent sein. Der wird nämlich dann irgendwann den Druck der Ausgangsseite minus Druckverlust über den Schieber annehmen und wenn das passiert, weiß ich, dass meine Rechnung richtig ist. Ja, also so kann ich im Grunde genommen mein für mich wichtigstes Ergebnis schon mal vorliegen haben und auf der anderen Seite habe ich eben die Möglichkeit, das Ganze zu prüfen. Natürlich wollen wir jetzt an der Stelle rechnen und dann geht es als nächsten Schritt in die Vernetzung. Und wie gesagt, in den meisten Fällen kann ich eben hier einfach auf den Knopf drücken und kann das so stehen lassen, wie es steht, weil sich das System drum kümmert. Es wird über bestimmte Algorithmen sichergestellt, dass im Endeffekt eine minimale Netzdicke von zwei Elementen vorhanden ist, auch an den dünnsten Stellen und. Und das ist eben der Vorteil an dem System, dass ich mich hier um im Endeffekt nichts kümmern muss. Jetzt habe ich hier so eine Infokarte, muss bei dem einfachen Beispiel immer aufpassen, das ist schneller, als ich reden kann. Das ist nämlich schon fertig. Jetzt habe ich hier eine Infokarte und das ist etwas, was ich hier an dem Beispiel mal explizit zeigen möchte. Bei vielen Simulationsprodukten ist es so, dass ich im besten Fall eine Warnungsmeldung rausbekomme, die ich jetzt letztendlich in einem Benutzerhandbuch nochmal nachschlagen darf und mir einen Hinweis hole, was das denn sein könnte eventuell. Hier bekomme ich eine ganz klare Warnung, dass ein Wirbel über der Drucköffnung liegt. So, was ist denn da passiert? Jetzt habe ich meinen Schieber so kurz gebaut, dass ich hier einen Einlass habe. Und hier hinten ist ja die Drucköffnung. Die haben wir ja definiert als die Drucköffnung. Und das System erkennt jetzt also, dass genau an dieser Stelle sich ein Wirbel ausbreitet. Und dieser Wirbel kann jetzt nicht vollständig berechnet werden, weil ja natürlich mein Strömungsraum viel zu klein ist. Es ist aber wichtig, dass das System mich darauf hinweist, damit ich eben meinen Strömungsraum vergrößere, beziehungsweise mein Modell entsprechend vergrößere, damit ich überhaupt ein vernünftiges Ergebnis letztendlich habe. Weil rechnen tut die Software erstmal alles, was ich ihr sage. Und ich habe eben hier auch nochmal die Möglichkeit zu schauen, ist mein Ergebnis konvergent? Das sieht am Anfang komisch aus, aber dann konvergiert das Ganze und ich bin eben sicher, dass jedenfalls eine stetige Lösung vorliegt. Ne? So. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, wollen wir mal das Modell verlängern, dann könnte ich jetzt hier sehr leicht auch mit Synchrones das Ganze langziehen. Hätte jetzt in dem Fall keine großen Nachteile. Wenn ich aber verschiedene Varianten rechnen möchte, wäre das Problem, dass ich also meine Ausgangsvariante gar nicht mehr hätte und keinen Vergleich wirklich machen könnte. Das heißt, ich habe immer ein großes Interesse, mein Ausgangsmodell beizubehalten und an der Stelle eben eine neue Variante zu erzeugen. Und da gibt es die Möglichkeit, hier zum Beispiel die Berechnung zu klonen. Das heißt, alles, was ich gemacht habe, wird dupliziert und ich habe die Möglichkeit, hier an der Stelle die Konfiguration auszuwählen. Und das ist etwas, was Sie schon kennen. Das sind im Grunde genommen die Baugruppenfamilien innerhalb von Solid Edge. Das heißt, ich kann mir über die Baugruppenfamilien hier eine komplett neue Variante erzeugen, mit anderen Teilen, mit anderen Abmessungen, mit anderen Positionen, die ich hier einfach auswähle und entsprechend eine neue Berechnung durchführe. Und da habe ich einen langen Auslass und das wollen wir uns einfach mal anschauen. Und dann bekomme ich hier eine Meldung, soll das denn alles hier übertragen werden auf die neue Geometrie? Und dann sagen wir einfach ja. Und im Endeffekt müssen wir nur hergehen. Hier ist im Grunde genommen jetzt unsere Variante mit dem langen Auslass. Und dann kann ich an der Stelle direkt sagen, ich möchte das ausführen, berechnen einmal und dann haben wir an der Stelle das Ergebnis. Ja? Das gibt mir jetzt vielleicht die Zeit, mal hier unsere eine Variante zu nehmen und zu sagen, zeig mir doch mal
hier Stromlinien an. Dann gehe ich hierher und sage, die möchte ich als Kugeln sehen. Die sollen ein bisschen dichter sein, das sollen ein paar mehr sein, damit ich hier ein schönes Ergebnis sehe. Und dann muss ich natürlich eine Fläche auswählen. Das Schöne ist, dass ich immer die Flächen im Grunde genommen hier direkt aus meiner Randbedingungsdefinition nehmen kann. Ich muss die jetzt nicht mehr aus meinem Modell raussuchen. Und dann habe ich im Grunde genommen hier an der Stelle, das haken wir uns mal fest, habe ich jetzt meine Stromlinien. Die kann ich jetzt wunderbar wiedergeben. Und wenn wir jetzt hier vielleicht über die Ansicht mal so eine geschnittene Darstellung nochmal definieren, dann sehen wir das auch ganz gut. Und das, was wir eben hier an der Stelle erkennen können, ist letztendlich, dass wir hier eine durchlaufende Strömung haben und von einem Wirbel erkennen wir hier erstmal gar nichts. Und wir können genauso hergehen, und das finde ich auch eine sehr schöne Geschichte. Ich kann jetzt hier auf diese definierten Stromlinien gehen und kann sagen, das möchte ich in ein Projekt kopieren. Und dann nehmen wir uns hier an der Stelle unsere Variante mit dem langen Ausgang und haben im Grunde genommen schon diese Ergebnisdarstellung dann hier rein kopiert, können hier unsere Ergebnisse laden und direkt hier an der Stelle das wiedergeben. So, und hier an der Stelle, jetzt wenn wir diesen langen Auslass haben, sehen wir diesen Wirbel, ne? Den sehen wir vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Wenn wir das so rumschneiden. So. Dann sehen wir nämlich da an der Stelle den Rückfluss. Und wenn wir uns nochmal vor Augen führen, dass ja vorher das Modell hier aufgehört hat, ist vollkommen klar, was da an der Stelle passiert ist. Würde mir das System die Meldung nicht geben, hätte ich vielleicht gedacht, alles in Ordnung, wenn jetzt der Wirbel eine Rolle spielt, aber im Endeffekt bekomme ich die Information.